Euer Rob. Ich bewerte heute mal nochmal ein paar Soundcloud-Tracks, so wie beim letzten Mal. Diesmal auch mit einer besseren Soundeinstellung, weil letztes Mal war ich ja viel zu leise, falls es sich irgendjemand angeguckt hat. Ja, und ich bin auch gerade live bei Twitch. Mal gucken, ob irgendjemand zuguckt. Keine Ahnung. Aber ich lasse es einfach mal auf mich wirken. So, wir haben auch schon hier Repost Exchange offen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich suche mir jetzt mal irgendwas Schönes aus hier. Lass mal sagen. Nee, das habe ich mir eben schon angehört. Ein Zuschauer habe ich auch. Mit wem habe ich denn das Vergnügen, wenn ich fragen darf? So, gucken wir uns doch heute mal einen Techno-Track an. Klingt bis jetzt eher so ein bisschen 0815, aber ich soll mich nicht beschweren, meine Tracks klingen nicht viel besser. Ja, komm, reposte dich mal. Ist ja völlig in Ordnung. Sehr banales, sehr inhaltsloses Kommentar, aber ich will die Credits haben. So. Nichts für ungut, aber ich gebe den Track mal eine 6, weil das, also 6 von 10 Punkten, weil das ist zwar ganz schön mit diesen, ihr wisst schon, mit diesem Getudel da, aber ja, ich würde es jetzt nicht auf meinen Walkman, auf meinen MP3-Player runterladen. Ich komme nämlich noch aus einer Zeit, da habe ich das mal noch benutzt, so mit 5, 6, 7, nee, älter war ich, 10, 11, da habe ich von meinen Eltern so einen Walkman geschenkt bekommen. Das war so ein kleiner, runder CD-Spieler, da hat man dann so eine CD reingelegt und dann konnte man da mit Kopfhörern rumlaufen und Musik hören. Und das war ich früher. Ich habe mir dieses Ding genommen und bin dann damit durch die Gegend gelaufen. Ja, aber die Zeiten sind vorbei. So, hier das hören wir uns mal an mit Stonehenge im Hintergrund. Ja, es, ich habe das Gefühl, es kommt nie so richtig im Bild ab, so ein Drop zu einem tanzbaren Teil. Sorry, falls ihr einen Staubsauger im Hintergrund hört. Meine Freundin ist gerade am Staubsaugen. So, ich mach mal. Den Sound hier ein bisschen lauter. Von Google Chrome. Ich höre selbst noch zu wenig. Okay, jetzt sollte das noch klappen. Sie wusste wahrscheinlich nicht, dass ich gerade am Streamen bin. Oder sie hat es vergessen. Naja, egal. Gut, ich reposte das mal. Was soll ich schreiben? Ich versuche das immer so ein bisschen einzigartig zu machen, aber gelingt mir nicht immer. Ja. Ich frage ihn einfach mal, warum er Stonehenge im Hintergrund hat. Why do you show Stonehenge in the background?
Background. Good track though. Ja, ich gebe dem mal eine 8. Okay. Wie es bei Twitch gerade aussieht. Okay. Das Ding ist, wenn ich mag das nicht, wenn so bei einem Track so viel Text da ist. Das macht ihn für mich direkt uninteressant. Okay, hören wir uns das mal das an von diesen feinen Herren hier. Drum and Bass, mal was anderes, nicht schlecht. Okay, ich warte auf den Drop. Das reposte ich jetzt. Ich schreibe Man, I missed D and B. Thank you for uploading. Cheers. Gebe ich eine 9. Okay. Don't know who you are von Abnormally Dead. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen emo. So mein Ding. Das ist auch irgendwie voll kurz. Eine Minute und ein paar Sekunden. Das hier hat nur 7 Aufrufe, 7 Plays bis jetzt, aber ich höre es mir mal an. Mir ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht bis jetzt. Aufmerksamkeit bekommen. It's a good one. You should get more plays. I hope I can help you a little due to this comment. Okay, reposten.
Ich habe jetzt auch noch, das gebe ich auch mal eine 10. Ich habe auch wieder über 50 Credits, das heißt, ich starte gleich nochmal meine eigene Repost-Exchange-Kampagne. So, was haben wir denn da? Das Cover sieht schon mal ganz interessant aus. Was haben wir denn hier noch Schönes? Fat Package. Nee. Black Nebula. Nebula, der ist cool. Der ist wirklich gut. Kann ich auch nur weiterempfehlen, falls jemand mal was Neues entdecken will. Genau.
Nee, ich mache nochmal selber eine Kampagne, dass ich schicke eine Request, wenn ich mal mehr Follower habe oder so, vielleicht. So, heute mache ich mal nicht das, oder soll ich doch? Andere Tracks sollten auch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen. Was mache ich denn? Das Ding ist, ich bin meistens gar nicht mal ein Fan von meinen eigenen Tracks. Aber ja, ich mache jetzt noch mal wie beim letzten Mal mein Remix von Home, Cover von Dias und mache auch noch mal 60 Credits, die ich zur Verfügung stelle. Okay, gut. Ja, das war's auch schon für heute. Ihr merkt, ich bin auch nicht gerade der wachste gewesen. Beim nächsten Mal ist es bestimmt nicht so. Ich weiß aber auch nicht, wie lange ich das noch und ob ich das überhaupt noch weitermache mit diesen Repost-Exchange-Livestreams. Die Zeit ist mir dann doch ein kleines bisschen zu schade für das, was dabei rumkommt. Aber ja, es macht wohl. Naja, ich guck mal. Alles klar, ansonsten, wer auch immer jetzt gerade zugeschaut hat, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.